Sie kommt aus einem bayerisch-schwäbischen Dorf und ist eine der erfolgreichsten Gründerinnen des Landes, Delia Fischer. Ganz wichtig ist, dass ich einfach anders bin. Also ich bin ja eine Frau und ich komme wirklich aus dem Bereich Interior und Lifestyle. Mit einer Shopping-Plattform für Accessoires und Möbel ist sie in 15 Ländern aktiv. Tamara Gräfin von Neuhaus will heute mehr über sie erfahren. Wie hat die 30-jährige Delia Fischer das geschafft? Innerhalb von knapp 4 Jahren hat sie ein Millionen-Imperium im Internet aufgebaut. Genau das wollen wir heute wissen. Und deswegen sind wir hier in München mit ihr verabredet, um ihrem Erfolgsgeheimnis auf den Grund zu gehen. In einem Industrieviertel wird das Internetgeschäft gelenkt. Guter Geschmack zu günstigen Preisen, dafür steht Delia Fischer. Hallo, Frau Fischer. Hallo, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich sehr. Kommen Sie doch gleich rein. Auf 2 Etagen arbeiten 500 Mitarbeiter dicht gedrängt an der Verwirklichung von Delia Fischers Mädchentraum, von Bettwäsche bis Hängesofa. Die Trends im Internet werden ständig aktualisiert. Hier herrscht Zeitdruck, daran ändern auch die Blümchentapeten in den Büros nichts. Wann haben Sie denn festgestellt, dass Sie so ein unternehmerisches Gen, sage ich jetzt mal, in sich tragen? Das war so ein schleichender Prozess. Es kam irgendwie immer mal wieder, dass ich mir so gedacht habe, irgendwie es wäre schon nett, mal so was Eigenes zu machen. Mhm. Und dann hatte ich immer wieder so kleine Ideen, was ich machen konnte. Fand ich dann zum Beispiel? Wieder, ich wollte mal so eine T-Shirt-Kollektion machen, hatte schon einen Namen, ein Konzept und alles. Und dann dachte ich mir wieder, ach nee, ist das irgendwie doch doof. Und dann kam irgendwann die Idee zu Westwing. Die 30-Jährige ist heute Chefin von Deutschlands größtem Online-Händler für Möbel. Mit 20 Millionen Mitgliedern und 183 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr. Mit einer eigentlich simplen Idee. Das, was sie selbst schön findet, verkauft sie seit 2011 online. Kleidung im Internet shoppen kennt jeder. Bei Möbeln hat Delia Fischer anscheinend eine Marktlücke gefüllt. Damit die Zahlen stimmen, hat sich die ehemalige Style-Redakteurin Experten ins Team geholt. Die Firma verkauft in 15 Länder und beschäftigt weltweit 1600 Mitarbeiter. Wenn Sie so die letzten 4 Jahre zurückblicken, dann könnte man fast sagen, Sie leben so ein bisschen den amerikanischen Traum. Ja, also ich denke mal, also ich bin einfach froh drüber, wie die letzten 4 Jahre irgendwie gelaufen sind. Also es lief aber eigentlich alles glatt, oder? Ich glaube, bis auf einmal? Ja, gab es eine kleine Pleite? Was ja, also es gibt immer, glaube ich, kleine Pleiten. Ja. Also bei uns gab es zum Beispiel, wir hatten von Anfang an riesige Probleme mit der Logistik. Also das haben wir einfach komplett unterschätzt. Im ersten Jahr der Firmengründung expandierte der Online-Möbelhändler wohl zu schnell. Einige Auslandsableger mussten geschlossen, Mitarbeiter entlassen werden. Waren Sie damals ein bisschen zu euphorisch, zu mitreißen? Ging es Ihnen nicht schnell genug? Ich habe mir einfach, ich noch nie im letzten Endes Versandhandel tätig. Mhm. Und ich war mir überhaupt nicht bewusst, wie kompliziert das ist. Mhm. Delia Fischer gibt sich als naiver Neuling im Business und vertraut auf das, womit sie sich auskennt, sagt sie. Designermöbel zu guten Preisen finden. Vom Schreibtisch aus koordiniert sie Produktshootings für ihre Website. Hi Delia. Hi Jana. Du, ich habe jetzt gerade dein Bild bekommen von der Location. Also es sieht super aus, nur es fehlt mir jetzt dazu eine entscheidende Sache. Wo ist denn das Sofa? Ja, wir haben nämlich da jetzt echt ein mega Problem. Das alte, was wir eigentlich vorgesehen hatten, passt nicht mehr vom Stoff her. Ich finde ehrlich gesagt, für den Look brauchen wir unbedingt einen Samtstoff. Und zwar in beige. Ja. Stilistische Probleme nimmt die Chefin gerne selbst in die Hand. Zeitdruck ist Teil des Internetgeschäfts und das Smartphone macht schnelle Lösungen möglich. Das sind die beiden jetzt verfügbaren Stoffe. Oh, okay. Damit könnten wir es hoffentlich noch retten. Ja. Der ist natürlich hier der eigentlich schönere, ne, weil der so einen schönen Glanz hat. Hier gibt es noch ein paar mehr Schattierungen vielleicht. Ich zeig dir mal das Bild. Also wir wären wahrscheinlich bei Sultan. Sultan. Ganz richtig. Und dann sollen die es Overnight direkt nach Köln bringen, dass wir das dann haben. Ja. Ne? Ja. Die 30-Jährige ist offenbar in ihrem Element, wenn es um Stoffe und Geschmacksfragen geht. Aber wie hat sie es nun geschafft, 100 Millionen Euro Startkapital und gerade wieder 30 Millionen Euro von meist männlichen Kapitalgebern einzusammeln? Letztendlich müssen Sie die Investoren überzeugen. Wie machen Sie das? Ich glaube, ich bin halt so ein bisschen in dieser ganzen, ich sag mal, Internetbranche eher so schon
eher ungewöhnlich. Mhm. Ja. Ich bin ja eine Frau und ich komme wirklich aus dem Bereich Interior und Lifestyle. Ich war vorher lang bei der L&L Dekoration und habe da einfach so einen Background irgendwie. Und das macht mich und uns als Firma, glaube ich, schon irgendwie nochmal anders in der ganzen, ich sag mal, Internetszene, dass wir wirklich so einfach diese Kompetenz halt haben. Sie spielen ja auch so ein bisschen mit ihren weiblichen Reizen, mit ihrem weiblichen Charme. Gehört das zur Strategie von Delia Fischer? Nee, das meine ich nicht. Also bei Investoren gar nicht. Ich bin halt einfach eine Frau, die gerne, die gerne hohe Schuhe anzieht, die Spaß hat an Mode auch. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, okay, wenn ich so bin wie ich selbst, dann ist es auch völlig in Ordnung. Okay, keine weiblichen Reize im Einsatz, aber ein bisschen mit Klischees spielen gehört dazu. So wie hier in einer Männerrunde bei Markus Lanz. Also was macht ein Mann, wenn er auf der Suche nach einer Hose ist? Also wenn Sie beide eine Hose kaufen möchten, dann gehen Sie wahrscheinlich in die Stadt, kaufen eine Hose und kommen wieder zurück. Ja, so machen wir das. Genau. Ja. Wenn ich jetzt in die Stadt gehe, dann kaufe ich wahrscheinlich als erstes ein Parfum, dann gehe ich einen Kaffee trinken, dann probiere ich ein paar Kleider an, dann kaufe ich mir vielleicht eine Handtasche, dann bummel ich noch so ein bisschen durch die Stadt. Und dann wer zahlt das? Kurze Zwischenfrage bis dahin. Ich bezahle selbst. Ah, okay. Ja. Muss man da auch so ein bisschen... Also ich darf das jetzt mal sagen, als blonde Frau auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht so als blondes Blödchen abgestempelt wird. Klar gibt es Leute mit Vorurteilen, klar. Aber ich meine, wir haben jetzt 2015, wer heute wirklich noch denkt, dass irgendwie eine Blondine irgendwie einen anderen IQ hat, das, ich meine ganz ehrlich, ja. Was soll man dazu sagen? Also. Sie arbeitet oft 14 Stunden am Tag und ist Single. Kein Platz für die Liebe? Noch so ein Vorurteil? Würden Sie sagen, das ist auch so ein bisschen jetzt der Preis, den man zu zahlen hat, wenn man Karriere hat? Bei mir verschwimmen so die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben. Inwiefern? Ja, das heißt, wenn ich zu Hause bin, ich schaue mir trotzdem irgendwie Interior-Zeitschriften an, die ich toll finde. Wenn ich mit Freundinnen rede, da geht es ganz oft um das Thema. Zu Hause sieht es so ähnlich aus wie auf ihrer Internetseite. Da bleibt sie sich tatsächlich treu. Familiengründung ist noch kein Thema. Delia Fischer will weiterkommen, wie ihr Vorbild Oprah Winfrey, die amerikanische Moderatorin. Ja, was fasziniert Sie an der Frau? Mich fasziniert es total, dass Oprah Winfrey sich irgendwie einfach so hochgearbeitet hat und hat es einfach geschafft, so ein Riesenimperium aufzubauen und trotzdem einfach so eine ganz normale Frau irgendwie mit viel Emotionen, die auch zu bleiben, die gerne shoppen geht und all diese Dinge macht mich total sympathisch. Klingt nach Delia Fischers eigenem Rezept. Sie wirkt authentisch und vielleicht hat ja gerade dieser Typ Frau in der Unternehmerlandschaft noch gefehlt. Jeder Unternehmer hat ja so seine Vision. Was ist Ihre Vision für Ihre Zukunft? Meine Vision ist, dass man, wenn man an Online-Interior-Kaufen denkt, automatisch an mein Unternehmen denkt. Nur an Ihres, auf der ganzen Welt. Ich drücke Ihnen die Daumen dafür. Ja? Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und alles Gute. Vielen Dank für den Besuch. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.